Senior Jahr kommt. Das genau, warum ich sage, Fußball in Amerika hasse ich einfach, wie das abläuft. Wir haben gerade gegen Newark gespielt. Das war die Nummer 2 Truppe in der ganzen USA. 3-3 gespielt. Wir waren irgendwie 51 oder sowas. Das war das dritte Spiel der Saison. Ne, vierte Spiel der Saison. Und ich habe 2 Tore geschossen. 4 Spiele, ich habe 2 Tore, Assist gemacht, wir haben 3-3 gespielt. Okay, überragend. Einfach be a Und pro in Amerika, ja, ja? also einfach richtig gut gespielt. Bilanz, 6 Tore in 4 Spielen. Okay, ja. Sehr gut, 6 Tore, 4 Assists. Waren ungeschlagen, also Knebel, write that down, ja, write ey, Flick hat schon seine Truppe heute down. gemacht, Ja, also Füllkrug und Dominik Eberle. ja, das wär's. Ja. Aber richtig geile Bilanz und dann spielen wir gegen West Horns, das war einer unserer Rivalen, da spielt jetzt auch einer, der in der MLS für Portland spielt, der war Verteidiger, war ein richtig guter Spieler und haben gesagt, Domi, wir brauchen dich unbedingt, dass du vielleicht gegen die ein Tor machst oder so, perfekt. Dann am Tag vom Spiel ruft mich der Coach an, der heißt Coach Nacho, also wirklich Nacho, ruft mich an und sagt, Krieg hey, Hunger. hey, wir haben einen, den Azuma, der jetzt vom Track and Field kommt, also vom Wettlaufrennen und so, und er wird über dich starten. Und ich sage, hä? Der hat noch kein einziges Mal für die letzten 4 Monate mit uns trainiert. Der hat keine Ahnung, wie man Stürmer spielt, Nur weil er schnell war, oder? nur weil er schnell war. Und das gebe ich ihm zu, der war ein richtig Naja. schneller. Aber das ist so einer, der kann einfach nur geradeaus rennen, Naja, kann nicht flanken, klug. kann nicht schießen, gar nichts. Ja, hatten wir auf Schalke auch schon. Ja, Ja. und ich kann mich erinnern, du rufst mich an, ja, du bist dann auf der Bank. Und ich sage, okay, ich habe Angebot vom College, dass ich Football spielen darf. Ich war dann auch zweimal hintereinander mit Meniskus verletzt, also Juniorjahr und Du willst auch eine Sicherheit haben, ja. genau, ich war Naja. jetzt zweimal hintereinander im Fußball verletzt. Ich spiele es für Spaß, aber dann sofort, als es mir gesagt hat, hey, Ciao. sorry, ich gehe zum LA Kings Spiel. Weißt du, Und wie der Typ dann gespielt oder performt hat? die haben dann 2-1 verloren. Der hat gar nichts gemacht, da wurde da Halbzeit ausgewechselt, nichts gemacht. Aber das war halt so eine Sache, wo ich dann einfach, hey, nicht, dass ich hier so ein Ego habe oder sowas, Nö. das ist einfach respektlos. Also, wenn Naja. du mir als Coach jetzt sagst, hey, wir machen Nee, andere ich verstehe das. Verstehe das. Strategie, wir wollen jetzt halt mit 4-3-3 spielen, er soll Flügelspieler sein, wir können dich gerade nicht als Stürmer aufbauen, verstehe ich. Aber er hat einfach gesagt, nee, wir spielen das gleiche System, 4-4-2, erste andere Stürmer. Er ist schneller als du. Tschüss. Ja. Genau, obwohl er gar nicht gespielt hat. Ich bin gerade Topscorer in Kalifornien. Like, was soll ich hier Ja, machen? verstehe ich, Also, ja. und ja, das war dann der Grund, wo ich einfach gesagt habe, ja, Fußball ist bei mir in Amerika War jetzt auch keine so vollkommen schlechte vorbei. Entscheidung, ja. Ja.